Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 23.12.22. Ich habe mein Datum verloren. Macht nichts, ihr wisst es ja. So, wenn ihr das seht, sollte die Weihnachtsenergie schon oben sein. Ich habe nämlich entschlossen, doch eine zu machen, da ich am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich überhaupt nicht zu Hause bin. Folgedessen habe ich da überhaupt keine Gelegenheit, es zu tun. Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht. Darum habe ich die Weihnachtsenergie gemacht, die sollte jetzt schon da sein. Morgen, bei mir ist ja jetzt erst Donnerstag. Donnerstagabend mache ich die Energie für den Freitag. Und Freitagabend mache ich die Energie für den Weihnachtstag. Die ist also als Tagesenergie noch da, aber dann eben nicht mehr. Und da ich nicht weiß, ob ich am zweiten Weihnachtsfeiertag, wann ich daheim komme, wie ich heimkomme und so weiter, kann ich da auch nicht versprechen, dass für nächsten Tag eine da ist. Aber ich muss erst gucken. Ich kann's echt, wir werden sehen, wie das ausgeht. Aber ihr habt ja jetzt, habe ich ja was gemacht. So, jetzt machen wir mir für den 23. Dezember Endspurt. Wir gucken. Also Weihnachtsenergie dürft ihr euch anschauen. Die ist richtig schön geworden. Also das sollte wirklich viel Friede, Freude, Eierkuchen sein, wenn man es möchte. Ja, 23. kostet Geld oder hat mit Geld zu tun. Ja, okay. Kostet Geld, Geld lügen. Ja, das ist immer so eine Sache. Hobby. Ja. Das ist immer so eine Sache. Dieses. Gerade zu Weihnachten. Schauen wir mal, was da rauskommt bei den Geldlügen. Wir schauen mal. Geld, Partner, eine Entscheidung fürs neue Leben. Diese drei Karten sind wirklich in den Weihnachtsenergien mit drin. Krass. Okay, wir erkennen die Lügen. Okay, und vernachlässigen Sie, das finde ich jetzt schon mal nicht schlecht, weil wir eben hier ein Ding, also okay. Also, das würde jetzt ich sagen, jetzt speziell für den 23. Wenn wir da wieder auf Weihnachten schauen, ist es hier Konsum und bla bla bla. Ich habe da schon mal drüber gesprochen, dass ich finde, jeder soll Weihnachten feiern, wie er es möchte. Und wenn er gern schenkt, dann soll er es tun. Und wenn nicht, dann soll er es nicht tun. Jeder so, wie er mag. Also dieses Konsumdenken, habe ich erklärt, habe ich sowieso noch nie gehabt. Ich mache immer das, was ich überhaupt kann und was ich mir leisten kann und was ich gerne mache. Das muss aber jeder für sich erkennen. Und das vernachlässigen wir auch hier aber, weil jetzt eben hier, und da steht eben auch mit finanziell, und das steht eben auch hier ein neues Leben durch Entscheidung. Geld liegt auch in der Weihnachtsding, aber sehr positiv. Kann natürlich sein, dass das hier jetzt nicht auf Weihnachten bezogen ist, weil wir am 23. haben, dass wir hier eine Geldlüge erkennen, dass man uns was vormacht. Wie haben wir das jetzt als Tagesenergie? Heißt, das große Ganze, dass da ganz viel Lügen unterwegs sind, wissen wir alle und dass wir schon langsam alles erkennen. Dafür aber auch, ich schätze mal, Lösungen haben. Ja, ein Objekt, männlicher Aspekt, Gefühle und mehr. Also, wir erkennen immer mehr und mehr auch die materiellen und finanziellen Lügen, auch die Lügen, die Geld kosten und. Also das hat mit ganz viel zu tun, kannst du ganz weitsichtig sehen. Also, keine Ahnung, Gas kostet, es ist ganz fürchterlich teuer und auf dem Weltmarkt fällt sie, aber wir zahlen trotzdem das Gleiche. Oder. Also das, da liegt ganz, ganz, ganz viel drin. Wir erkennen das jetzt und fühlen auch die Vernachlässigung, dass wir, ja, gelinde gesagt, verarscht werden. Aber hier kommt mehr und mehr der männliche Aspekt zum Tragen. Auch der liegt in der Weihnachtsenergie. Das ist ganz krass hier, was alles doppelt liegt. Obwohl ich so gemischt habe. Ich habe alle Karten so gemischt, ich schwöre es. Das heißt, also hier wird, da liegt jetzt auch ganz viel drin, Geld in Objekte gesteckt. Also in, kann jetzt auch eine Kryptowährung sein oder in Häuser. Oder, keine Ahnung. Also umgesetzt, wenn man das erkennt. Es heißt aber auch, dass man das erkennt und hier mehr und mehr dagegen angeht. Weil hier liegt ein neues Leben durch Entscheidung.
Und das Objekt, komm her, das Objekt ist doof in der Beziehung. Das Objekt für allgemein ist immer doof. Beim Einzelnen ist das okay, aber für allgemein ist das doof. Dann wollen wir jetzt drei Karten drauflegen, dass ich das irgendwie deuten kann. Weil du siehst, auf diesem Karte-Objekt ist alles drauf, von Vertrag bis zum Fußball und auch Geld und Energie. Also Objekt ist alles Mögliche. Wir haben hier die Manipulation, die Emotionen in offiziellen Sachen. Okay, also ist dieses Objekt kann es zum Beispiel auch sein, ja, Maskendeal und, du weißt. Also, hier heißt, also diese Manipulation von offiziellen Sachen werden immer mehr gemerkt, diese Lügen werden immer mehr erkannt. Und hier, und das hatten wir nicht nur jetzt in der Weihnachtsenergie, sondern auch in der Deutschlandenergie, dass hier ein Partner kommt, der hier ein neues Leben vorantreibt. Und ich hab wieder bloß einen Partner liegen, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass bloß einer ist. Aber wir werden sehen. Das fängt praktisch jetzt schon an in der Tagesenergie, die sich natürlich wieder streckt. Und auf der anderen Seite, wenn 23 dieser Partner oder diese Partner oder wer auch immer da kommen mag, der uns hier wirklich mehr und mehr in das Erkennen treibt, in eine neue Richtung schiebt, die dann positiv ist, muss der ja jetzt schon da sein, ist ja ganz klar, weil man vielleicht, ich weiß nicht, ob man den erkennen kann, im Allgemeinen. So, im Kleinen haben wir morgen, gut, die Partner gehen morgen zum Einkaufen, und das ist zum Beispiel prädestiniert, die letzten drei Tage kommen vorwiegend Männer zum Einkaufen. Es ist wirklich so. Also das ist Tag der Männer. Ich liebe diese Tage, denn da geht es immer schnell. Die sind nicht so, die sind entscheidungsfreudiger wie die Frauen, sage ich es mal so. Die wissen, was sie wollen und wenn ihnen dann was gefällt, dann nehmen die das. Bei Mädels dauert das immer. Bei vielen dauert es ewig, bei anderen nicht. Ich will jetzt nicht alle Mädels über einen Kamm scheren, das ist nicht wahr. Aber bei vielen ist das aufwendiger. Ist nichts dagegen zu sagen, auch gut, jeder das Seine. Aber bei Männern ist es einfacher, sage ich jetzt einfach mal, als Verkäufer. Hier ist es, dieser Herr entscheidet sich für ein Objekt. Und dieses neue Leben kann natürlich auch sein, dass gerade die Weihnachtsenergie sagt ja, dass man sich für ein neues Leben entscheidet. Auch das liegt da drin, dass man Sachen erkennt und so weiter, wieder zueinander findet und so weiter, dass das eben diese Entscheidung unterschwellig schon da ist. Die Energien sind natürlich ja auch schon da, sie verstärken sich ja nur und dass hier immer mehr angeschoben wird und er hier, und das kann jetzt du sein, das kann aber auch dein Partner sein. Also auch für dich gilt diese Energie, dass man jetzt ein neues Leben anfangen will, auch ja, gerade in geschenkten Dingen, das ist jetzt Weihnachten, also ist das Geld auch geschenkt. Auch wenn wir diese Lügen erkennen, im Kleinen wird hier vorwiegend von den Herren eingekauft oder eben vom Partner, wer auch immer es sein mag, hier nochmal kurzzeitig ein Objekt mit dem Streben gekauft, sage ich jetzt einfach mal. Das also ist jetzt hier eine gute Idee, eine gute Sache. Im Allgemeinen kann es auch eine Investition sein. Hier werden offizielle Lügen aufgedeckt, die immer mehr erkannt werden. Das ist jetzt die Energie, die so anfängt, aber speziell für morgen, ja, man geht noch schnell einkaufen. War jetzt nicht so dolle und nicht so überraschend, aber mein Gott, es ist der 23., dann ist das halt so. Was hier noch schön ist, und das sehe ich jetzt wieder im Allgemeinen, dass eben die Sachen erkannt werden, dass die Energie kommt, erkannt zu werden und dass hier zwar ein Vernachlässigungsgefühl da ist, aber man es kompensiert. Also hier steht jetzt kein Kummer und Streit und Krieg und sonst irgendwas, sondern okay, wir erkennen das, wir erkennen die Vernachlässigung. Wir empfinden es, aber wir gehen es an, es anders zu machen. Nicht schimpfen, nicht weinen, nicht streiten und kämpfen, sondern okay, jetzt ist Zeit, etwas zu ändern und es in die Hand zu nehmen. Jeder für sich, im Kleinen, aber auch im Großen. Und da ist auch sowas, ja, es ist wurscht, da gibt es auch viele verschiedene Sachen. Auf jeden Fall wird in finanziellen Sachen das Verkehrte erkannt, ist egal, wo es liegt. Und es wird neu entschieden, und das immer mehr und mehr mit tun. Und das ist das Schöne. Und dieses Objekt ist irgendwas Offizielles, was manipuliert mit Emotionen. Das erkennen wir auch, dass man uns hier manipulieren will. Und wenn wir entscheiden, nein, das will ich nicht mehr, weil wir die Lügen erkennen, kann man uns auch nicht mehr manipulieren. Und im Kleinen heißt es eben wahrscheinlich, man geht noch schnell einkaufen. Gut.
Wir sehen uns noch schnell Heiligabend. Da werde ich euch dann auch alles Gute wünschen. Das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann morgen. Und habe die Ehre, bis morgen. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen. Jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst für dich selbst. Oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.